Wahrscheinlich haben wir jetzt noch mehr Frame Drops. Also wir sind schon auf Mittel. Können jetzt noch auf Niedrig gehen. Aber das liegt halt einfach an der Auflösung. Dass ich das spiele, ich sag's auch bei Landwirtschaftssimulator, dass ich das spiele, ich könnte das jetzt auch in Ultra spielen, in der Auflösung. Nur OBS macht mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung und habe die übelsten Frame Drops, obwohl die Grafikkarte, soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, nichts damit zu tun hat, weil das, was OBS da macht, läuft über die CPU. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die GPU dabei so rumspinnt. Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr so schlimm wie eben. Und ich habe teilweise 60 Frames hier drin. Gut. Was ist denn, wenn ich... Kannst nicht frei herumfahren, also dir kein L... Aha. Man kann sogar einfach so durch die Gegend fahren. Wenn man ein LKW hätte. Gut, dann besorgen wir uns mal einen neuen LKW. Ich würde sagen... Dortmund Lüttich, ja, nehmen wir. Gibt am meisten Kohle. Wer hat den LKW angemacht? Jetzt darf er an sein. Diesmal ein Volvo. Wieder mit Traktoren drauf und. Was auch immer das sein soll. Aus wie ein Flug. Oder sowas. Naja. Dann fahren wir damit mal los. Wir müssen hier links vom Hof. Laut Karte. Ja, hier ist auch die Ausfahrt. Nur nix RAM. Alter, der Volvo scheint deutlich mehr Power zu haben. Gefühlt auf jeden Fall geht der ganz gut ab. Und Verkehr? Nein. Perfekt. Reicht, um einmal rauszuziehen, auf jeden Fall. So, dann fahren wir nach Lüttich von Dortmund aus. Weiß der Geier, wo Lüttich ist. Habe ich schon mal gehört, aber also ich weiß irgendwo holländische Grenze, glaube ich. Aber wo genau, keine Ahnung. Und wir sind viel zu schnell unterwegs. So, da haben wir die Kurve ein bisschen zügig genommen. Ich war gerade überfordert mit dem Bremsen, Retarder, Motorbremse gucken. Ja. Also ich merke immer eben so kurz irgendwo ranrollen, halbwegs vernünftig, dabei gucken. Ist nicht so wie im Real Life, dass man das alles mal eben hinkriegt. Licht ganz dringend an. Gibt wieder ein Ticket. Und wir haben eben übrigens den ersten Auftrag geschafft, wo ich mal keine Strafe bezahlt habe. Das ist ein Ding, wa? So, wir sind wieder mal viel zu schnell unterwegs. So. Wir fahren 233 Kilometer, knapp 4 Stunden. Na gut, da bin ich mal gespannt. Wird wahrscheinlich auch wieder gute 10 Minuten dauern. Also, denke ich mal, wir haben jetzt noch nicht wirklich mit zwei Aufträge gefahren. Aufnahmezeit von über 2 Stunden. Ja, da kommt auch schon hin, dass man da ein bisschen fährt. So, hier warten sie wenigstens. Das ist schon mal sehr glücklich. Die wissen, dass wir Vorfahrt haben. Das finde ich nicht schlecht. So, manchmal. Wenn mein Lenkrad hier am Rumrandalieren ist, dann hört ihr das sogar. Ich ziehe einfach raus. Ha! Den haben wir. Den haben wir. Wir sind allerdings auch schon wieder zu schnell unterwegs. Etwas. So.
Da vorne ist schon die nächste Abfahrt, die ich eigentlich gar nicht runter will. Bleiben wir gleich auf der Spur. Ich weiß nicht, warum er mit seinem Kran hier unbedingt auf der linken Spur eiert. Ohne Licht, mit seinem uralten Mercedes-Kran. Weiß der Geier, was ihn reitet. Aber wir lassen ihn auch, lassen uns nicht davon aufhalten. Wir haben unser Ziel, das heißt Lüttich. Und da machen wir uns jetzt auch mal hin. ...9.700, ja, das ist nicht viel. Vor allem, wir kriegen auch gar nicht wirklich viel Kredit. Das ist mal Fakt. Oh, hier steht die Polizei wegen Unfall und so. Coole Sache. Ne, nicht Unfall. Die haben den angehalten. Die haben den einfach mal angehalten. Ich hoffe, das machen die mit uns nicht. Und wegen hier Ladungssicherung und sowas. Ja, wir kriegen auf jeden Fall auch nicht so viel Kredit. Das heißt, wir müssen Eigenkapital ja wenigstens schon mal ein bisschen was am Start haben, damit wir uns überhaupt einen LKW leisten können. Ich glaube, 100.000 gibt uns die Bank, Maximum. Dafür müssen wir dann auch ganz ordentlich zurückzahlen. Das ist nicht wenig. Ich weiß allerdings auch nicht, wie die hier die Tage rechnen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das jetzt von Auftrag zu Auftrag, fliegen die Tage einfach nur so durch, vermute ich mal. Im Moment, wo wir noch nicht selbstständig sind. Weil man hat auch, muss hier aufpassen, anscheinend auch mit Schlafen und seine Ruhezeiten einzuhalten. So, wir wollen hier rechts runter, Richtung Lüttich. Lassen wir den Tempomat mal aus, wir rollen so ein bisschen in die Ausfahrt. Ich denke, das dürfte passen von der Geschwindigkeit hier, ja. Können wir schon wieder Gas geben. Hätten wir gar nicht für bremsen müssen. So. Es gibt hier, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo man das Radio hier, Radio einschaltet. Aber ich bin auch mal vorsichtig. Ich weiß nicht, was YouTube damit macht, wenn ich hier das Radio anmache. Oh, Entschuldigung. nicht, dass hier irgendwas gesperrt wird. Das will ich ja nicht. Hier, ihr seid zu schnell, Jungs. Ihr seid zu schnell. Ja, hat er gesehen. Er hat gebremst. Genau. Ah, habt ihr auch gesehen, ne? Oh. Bin mal gespannt, wenn wir dann irgendwann selbstständig sind und Fahrten oder längere Fahrten haben oder generell mal längere Fahrten, so, ob man auch mal an Rasthöfen anhalten muss, wegen Tanken und so weiter und so fort und übernachten. Das wird bestimmt eventuell noch ganz interessant. Das sind halt so Punkte, die mich jetzt dazu bringen, das überhaupt noch weiter zu spielen. Denn ganz ehrlich gesagt, von A nach B fahren, Anhänger abstellen, ist jetzt nicht so das Spannendste, ne? Aber ich will halt mal gucken, wie weit wir in der Karriere kommen, wie die oder die selbstständigen Karriere dann überhaupt ist, wegen Fahrer und so weiter, ob man das richtig managen muss oder ob das weiterhin so ein Larifari-Game bleibt, weil dann, denke ich mal, hat sich das ganz schnell erledigt. Wenn man halt jetzt einfach nur klickt, ja, ist angestellt, der macht irgendwie alles selber, man muss sich um nichts kümmern und so weiter, dann ist das ziemlich uncool. So. Der will da abbiegen, ich nicht. Manchmal sind die Schilder hier auch verwirrend. Ich bin jetzt wieder davon ausgegangen, dass wir auf der Abbiegespur sind. Oder auf der Abfahrtsspur, wo ich nicht hätte hingewollt. So, wir haben Montag 21.22 Uhr. Es wird langsam dunkel. Heißt also, wir haben Sommer. Sommerzeit. Was haben wir noch? 111 Kilometer. Dürfte nicht mehr so lange dauern eigentlich. Bin auch so langsam eingegroovt ein bisschen. Keine Unfälle. Keine Verstöße bislang. Fahre relativ gut auf der Spur. Oh. Ah, da kommt so ein bisschen die Müdigkeit durch. So, Benzin reicht noch für 1100 Kilometer. Und AdBlue? Ne, ist nicht AdBlue.
sind die gefahrenen Kilometer 2227. Mann, der ist ja doch fast funkelnagelneu, der LKW. Der ist ja noch nicht mal richtig eingefahren. Die haben ja ein Vertrauen. Die wissen doch noch gar nicht, wie lange ich meinen LKW-Führerschein habe. Und hier Zivilpolizei. Im BMW, im 5er. Und da hämmert er mit seiner C-Klasse rechts dran vorbei und die machen nichts. Wäre jetzt ein typisches Szenario auf deutschen Autobahnen. Schön Zivilpolizei im M5, was heißt im 5, also im 5er, meistens 5,20, 5,25 oder sowas in der Richtung. Mehr dürfen sie nicht ausgeben für ihre Karren. Ja, so, noch 77 Kilometer, soll 1 Stunde 15 dauern. Das halte ich für ein Gerücht. Nicht, wenn wir noch so viel Autobahnkilometer haben. Wieso sind wir eigentlich so langsam unterwegs? Geht's bergauf? Anscheinend. So, wir müssen die Spur wechseln. Amsterdam. Gleich geht's rechts nach Amsterdam. Was ist denn los jetzt hier? Wahrscheinlich Sauerstoffmangel. Ich sollte hier gleich mal frische Luft reinlassen. Amsterdam. Wollen wir nicht hin. Hätte ich mich auch wieder früher einordnen können. So, wieso fahren wir so verdammt langsam? Gib mal Stoff jetzt. So, 80. 80 gefällt mir doch. So. Hier ist ein Rasthof. Ich würde ja gerne mal, aber ich weiß nicht, was dann passiert, wenn wir da jetzt stehen bleiben und der aus irgendwelchen Gründen automatisch übernachtet oder tankt. Ob wir das von unserem Geld bezahlen und ob wir eventuell unseren Termin verpassen. Daher traue ich mich das nicht, da mal hinzufahren. Weil man verschwendet einfach ein bisschen viel Zeit, wenn man sowas macht und einen Auftrag umsonst fährt oder sowas. Das vor allem so kurz vorm Ziel. Rums, rums. So, Luxemburg. Bin hart an der Grenze, würde ich mal sagen. Luxemburg wollen wir aber auch nicht runter. Müssen wir wieder die Spur wechseln. Lüttich. Wir sind schon in den Niederlanden, kann das sein? Haben wir die Grenze schon überquert? Ich habe keine gesehen. Also laut dem A3-Schild, Autobahn 3... Und dass wir Luxemburg haben und Amsterdam ausgeschildert war, würde ich sagen, ist Lüttich auf jeden Fall in Holland. Sieht alles ganz stark danach aus. So, hier wollen wir auch gleich runter. Liege. So, hier ist zwar unbegrenzt, aber nicht für LKWs. Tempomat aus und hier runter. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel bremsen. Wird erstmal runtergekachelt. Oh shit, hier müssen wir rein. Hoppala. Habe ja fast den Weg verpeilt. Irgendwas ist mit meinen Pedalen auch nicht in Ordnung. Die rutschen hier weg wie Sau, obwohl die Gummipuffer unter haben. Also sollten sie eigentlich nicht rutschen. Lässt er mich durch? Das ist aber sehr nett. Das ist äußerst nett, dass der mich abbiegen lässt. Boah. Ich fahre echt sehr hakelig. Ist aber auch, wenn man die Bremse antippt, die geht sehr steil.